Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem nie enden wollenden Let's Play zu Elex 2. Willkommen bei der 75. Episode, bei über 70 Spielstunden. Und wenn man denkt, man hat das Ende erreicht, ja, sagt Jax einem, dass er noch nicht weiß, wie er die Tore öffnen soll. Er soll sich doch ein bisschen Zeit mit seinem Sohn vertreiben. Ja, also das Ende ist leider nicht gelungen bei dem Spiel, muss ich sagen. Und es sind auch schon wieder ein paar Tage jetzt vergangen, seit ich das letzte Video aufgenommen habe. Ihr merkt davon ja nichts, da hier ja täglich ein Video kommt. Aber ich habe jetzt schon wieder eine Woche ungefähr Pause gemacht, weil einfach, ja, das Ende so hanebüchen ist. Aber wir sind ja auch hier, um das jetzt auch endlich zu Ende zu bringen. So, unser Sohnemann befindet sich wohl noch bei den Klerikern, müsste er eigentlich. Ich werde jetzt aber nochmal in die Bastion gehen, um hier nochmal ein bisschen Schrotmunition zu kaufen. Denn ich hoffe doch sehr, dass wir so langsam zum Finale kommen. Und das Finale bedeutet höchstwahrscheinlich auch wieder sehr viel Kampf. Und dafür brauchen wir definitiv Munition. So, und jetzt muss ich hier erstmal wieder die Händler finden, die uns Schrotmunition verkaufen. Ich glaube, der gute Herr hier hat Schrotmunition. Und die Jäger vorne dürften auch welche haben. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. So. Jawohl, hier haben wir schon mal 200 Schuss. Das ist schon mal gut. Können wir eigentlich auch noch mal ein bisschen verkaufen. Wir haben hier so viel, was wir eh nicht verwenden. Und dennoch bleibe ich dabei und verkaufe die legendären Gegenstände nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich alle legendären Gegenstände gefunden habe. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gefunden. Das kann noch weg. Brauchen wir Handgranaten? Ja. Eigentlich haben wir auch gar keine Geldprobleme hier. Also eigentlich müssten wir gar nicht verkaufen. So, ich gucke nochmal bei den Händlern, die außerhalb sind, bei den Jägern. Ich glaube, da konnten wir nämlich auch noch Munition kaufen. Wo rennt ihr denn alle hin? Du bist nur ein Lehrer, aber hier unten haben wir den Händler. Hallo. Zeig mal, was du hast. Na klar. Ah, der hat aber keine Schrotmunition. Und auch keinen Bauplan für Schrotmunition. Ja, den haben wir irgendwie verpasst, den Bauplan. Hätten wir den, dann hätten wir dieses Problem nicht. Gut, wir wollen aber jetzt doch endlich mal hier voran zum Ende. Das heißt, ich werde nun in die Burg der Kleriker reisen und mal nach dem Sohnemann Dex gucken. Der doch eigentlich immer hier abhängt. Vielleicht sollte ich das einfach mal markieren, um zu gucken, wo er sich rumtreibt. Ach, der hängt jetzt auf einmal wieder in der Bastion. Warum das denn? Okay. Warum auch immer. Ich glaube, ich sehe ihn schon. Jawohl. Vater! Mein Junge, was machst du hier? Solltest du nicht... Ich muss mit dir sprechen. Ich habe schon wieder diese Stimme der Geister gehört. Was zum... Wovon sprichst du? Ich war doch in Tavar, in der Nähe des Formers Epsilara, wie du weißt. Und da habe ich diese merkwürdige Präsenz vernommen. Ich habe dir doch davon erzählt. Ja, ich erinnere mich. Du sagtest, dass da irgendwas sei, aber das war doch nur... Es ist wieder da, aber dieses Mal kommt es von woanders her. Sie sind wie Geister, die sprechen.
Ich höre ihre Stimmen. Na gut, du hörst Stimmen. Und was erwartest du jetzt von mir? Ich muss dorthin. Wir müssen dorthin. Na schön. Könnte ich vorher noch den Grund erfahren? Ich weiß, das hört sich jetzt etwas verrückt an, aber... Ich glaub dir ja, du bist Kaias und mein Sohn. Und was das bedeutet, können wir ja noch gar nicht abschätzen. Außerdem sind in letzter Zeit so viele verrückte Dinge passiert, da überrascht mich gar nichts mehr. Aber ich habe unheimlich viele Dinge zu erledigen, mein Sohn. Ich weiß, aber ich glaube, es ist wichtig. Was sagen diese Stimmen denn? Wovon sprechen sie? Es sind immer nur Bruchstücke. Nie ganze Sätze, aber... Sie sagen so Dinge wie analysiere, Marschbefehl, Truppenbewegung oder Sensorenreichweite, Algorithmus oder Kontrolleinheit 0. Warte mal, hast du gerade Kontrolleinheit 0 gesagt? Das ist die Kennung von Cassandra, dem Zentralrechner des Hauptformers in Marakor. Ja, ist halt so ein Zeug, was deine Drohne immer von sich gibt. Du willst mir damit sagen, du kannst hören, wie die Zentralrechner der Former miteinander kommunizieren? Ich weiß nicht genau, aber ja, es scheint eine Art Kommunikation zu sein. Das ist noch nicht alles. Ich kann hören, woher eine Stimme kommt und ich kann auch hören, in welche Richtung sie spricht. Die letzten Tage zum Beispiel hörte ich immer wieder eine dieser Stimmen ganz oben aus dem Norden. Und sie sprach in Richtung einer dieser großen Former in Ignadon, auch ganz oben im Norden. Du meinst also, Cassandra versucht, Kontakt zu Alphara aufzunehmen? Das würde Sinn ergeben, laut deiner Beschreibung. Vielleicht. Ich habe das Scheißding schon abgestellt. Sollte Cassandra tatsächlich versuchen, Alphara zu rufen, dann wird es nicht mehr antworten können. Was genau hast du denn vor? Ich will nicht ganz in den Norden, aber ich will mir den Former ansehen, an den sich die Stimme richtet. Ich verspreche mir davon, dass ich sie dann besser verstehe. Ich sage es nicht gern, weil es für dich gefährlich sein wird, aber ich denke, du kannst von großem Nutzen für mich sein. Wirklich? Wenn du den Datenverkehr wirklich abhören kannst, dann können wir ihm vielleicht unbemerkt ein paar wichtige Geheimnisse entlocken. Das könnte kriegsentscheidend sein. Ich werde mein Bestes geben. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe da was für dich. Die Kleriker haben echt cooles Zeug. Eigentlich müssten sie damit viel mehr bewirken können. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Hier, für dich. Das habe ich bei Ihnen mitgehen lassen. Kannst du bestimmt gut gebrauchen. Ja, klar. Danke. Du willst also in den Former Alphara. Also gut, ich werde dich dorthin begleiten, auch wenn es riskant ist. Wenn es stimmt, dass du die künstliche Intelligenz Cassandra abhören kannst, könnte uns das immens helfen. Großartig! Dann machen wir uns sofort auf den Weg, ja? Du wirst tun, was ich dir sage, und nichts machen, was wir nicht vorher miteinander besprochen haben, okay? Ja, Vater. Wann geht es los? Ich kann es kaum erwarten. Ich würde sagen, du gehst mit Aska schon einmal vor in das Umland von Alphara und ihr wartet dort auf mich. Vielen Dank, Vater. Ich bin mir sicher, dass sich das Risiko lohnen wird. Das hoffe ich. Bis später. So, mein Sohn ist auf dem Weg zum Former Alphara. Zeit für ein paar weitere Vorbereitungen. Doch sollte ich mich damit beeilen und Dex nicht allzu lange alleine lassen. Was für Vorbereitungen jetzt? Laut Karte sollen wir doch auch jetzt dahin. Kurni U4 ist da oben. Okay. Dann werden wir hier gleich mal hinreisen. Jetzt will ich nochmal schauen, was dieses hochglanzpolierte Symbol von Kalan bringt. Ob das einfach nur Geld bringt oder ob das uns irgendeinen Bonus bringt. Ich finde es vor allen Dingen gerade nicht. Leute, bin ich jetzt blöd? Dann
Materialien bei Sockel, Baupläne. Nee, es müsste ja bei Sonstiges dabei sein. Boah, ist einfach nur viele Splitter wert. Und wie gesagt, Geldprobleme haben wir aktuell ja nicht. So, wir reisen jetzt einfach mal nach Alfara und gucken mal, was es damit auf sich hat. Vater, da bist du ja. Es ist, wie ich es sagte. Die Geisterstimme aus Marakos schon viel lauter hier draußen. Kannst du Cassandra jetzt besser verstehen? Schon, aber ich verstehe nur jedes fünfte Wort. Wäre besser, wenn wir direkt in den Richtstrahl der Stimme gehen würden. Na gut, das heißt, wir müssen da rein. In den Formern ist es leider sehr ungemütlich. Also halte ich immer in meiner Nähe auf. Das mache ich. Lass uns keine Zeit mehr verschwenden, damit wir hier schnell wieder wegkommen. Ich klebe an dir dran wie eine Klette. Das ist gut. Kannst auch kämpfen. So, wir haben jetzt für das Gewehr 280 Schuss. Ich kann auch nicht ganz genau bestimmen, wohin die Stimme von Cassandra gerichtet ist. Aber ich werde es versuchen. Ist das hier so neblig, Leute? Schon merken, wenn wir uns der besten Stelle nähern. So, also nochmal in den Former Alfara rein. Warum habe ich die eigentlich alle ausgeschaltet, wenn wir eh wieder rein müssen? Ist nicht da überhaupt hin? Ich glaube ja, ne? Wahrscheinlich wieder an den Hauptrechner hier. Ich bin mal gespannt, wie oft wir noch aufsteigen, bevor wir hier... Für mich würde es am meisten Sinn ergeben, wenn Cassandra versucht, mit der Zentralrechnerzelle zu kommunizieren. Schon, aber ich verstehe nur jedes fünfte Wort. Wäre besser, wenn wir direkt in den Richtstrahl der Stimme gehen würden.
ist es. Hierhin richtet sich die Stimme von Cassandra. Sie tut es also immer noch? Die ganze Zeit über. Als wollte sie irgendetwas Bestimmtes hier. Es ist diese Kapsel dort. Ah, das Ding sieht so ähnlich aus wie die Kapsel, in der Dawkins jahrelang gesteckt hat, als er noch der Hybrid war. Cassandra versucht ständig, die Steuerung dieser Kapsel anzuzapfen. Aber irgendetwas scheint sie daran zu hindern. Ist das noch Technologie der alten Welt? Ich weiß es nicht, aber es sieht ganz so aus, als wäre sie so eine Art blinder Fleck für Cassandra. Egal, was Cassandra mit dieser Kapsel versucht, sie kann sie nicht kontrollieren. Und es ist mit der Zentralrechnerzelle verbunden. Es wäre ein direkter Draht zu den Synapsen des Formers. Dieses Ding da, könnte es dazu benutzt werden, Cassandra zu belauschen, ohne dass sie es merkt? Nicht nur das. Ich glaube, man könnte sogar einen direkten Zugang zu ihrer eigentlichen Identität herstellen. Wenn wir Glück haben, dann kriegt man damit vielleicht sogar Zugang zu ihren Steuerungsalgorithmen. Dazu müsste ich allerdings hineinsteigen und meinen Geist mit dieser Maschine verbinden. Keine gute Idee. Wie können wir uns sicher sein, dass deine Theorie zutrifft? Ich war nicht faul, während du weg warst, Vater. Es ist nicht das erste Mal, dass ich an solchen Dingern herumschraube. Die Kleriker hatten genug von diesem Zeug da rumstehen. Bei ihnen habe ich ziemlich schnell gelernt, wie man damit umgeht. Ich meine, das sollte ich doch auch. Darum hast du mich doch zu ihnen geschickt. Du bist etwas Besonderes, das weiß ich ja, aber... Vertrau mir, Vater. Ich weiß, was ich tue. Warum lässt Cassandra diese Kapsel da nicht einfach zerstören, wenn sie sie nicht kontrollieren kann? Diese Kapsel bietet der künstlichen Intelligenz die Möglichkeit, einen Menschen mit ihren Synapsen zu verbinden. So etwas wirft sie doch nicht einfach weg, wenn es nicht richtig funktioniert. Sie wird es reparieren wollen. Ich denke, genau das ist es, was Cassandra die ganze Zeit versucht. Du willst da einsteigen? Das werde ich nicht zulassen. Vater, stell dir doch mal vor, ich habe recht. Dann könnten all unsere Probleme mit einem Mal gelöst sein. Dein Leben ist zu wichtig, um es in einem so wahnsinnigen Experiment aufs Spiel zu setzen. Ich habe die ganze Zeit nach einem Weg gesucht, wie ich meinen Beitrag leisten kann, um dich zu unterstützen. Da ist die Gelegenheit und jetzt lässt du mich nicht? Es ist einfach zu... Zu gefährlich? Das sagen du und Mutter ständig, aber wir können uns doch diese Gelegenheit nicht einfach entgehen lassen. Warum gerade du? Lassen wir es doch jemand anderen machen. Niemand hört die Stimme Cassandras, also ist das keine Option. Verdammt, Dex! Nein! Die einzig vernünftige Sache ist, wenn ich jetzt in diese Kapsel steige und versuche, diese AI des Hauptformers anzugreifen. Habe ich keine Chance, es dir doch noch auszureden? Vater, bitte! Lass es mich versuchen! Okay, machen wir es so. Danke, Vater! Ich werde dich nicht enttäuschen! Wenn alles klappt, wie ich es mir vorstelle, werde ich versuchen, deine Drohne zu kontaktieren. Also, wenn du ab jetzt mit mir sprechen willst, musst du mit Crony reden. Dann mach schnell, bevor ich es mir anders überlege. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass genau das, was Dawkins doch will, oder? Mir geht diese DNA-Replikation nicht aus dem Kopf. Wenn das alles wahr ist, wer oder was bin ich dann? Eine Art Klon? Stehe ich damit unter Dawkins Kontrolle? Und warum fühlt es sich nicht so an?
Ich habe noch immer meinen freien Willen. Oder nicht? Ich werde in Zukunft besser Acht geben. Ja, dann bleibt mal hier stehen. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Dex versucht jetzt an Alfaras Schaltkreisen angeschlossenen Kapsel und versucht, im Cyberspace der Former Cassandra aufzuspüren. Ich kann mit Hilfe meiner Drohne mit Dex sprechen. So, und die Drohne, die war hier hinten. Nö. Warum hängt ein Crony U4 da oben jetzt rum? Das ist ja auch bescheuert, dass ich den da jetzt erstmal wiederholen darf. Darf ich mich jetzt hier wieder schön nach Norden durchkämpfen? Oh, ach komm, das war doch jetzt nicht so tief, dass du dir die Beine brichst. Schluchten hier sind natürlich gefährlich. Ich sollte mal speichern. Nein, das schaffe ich nicht. Gut, speichern und laden. Ach ja, und da kämpfen wir wieder. Überhaupt noch richtig? Nicht ganz. Ich denn darüber? Muss ich hier unten lang? Das habe ich doch eben schon versucht, hier rüber zu kommen, oder nicht? Geschossen, da wird er wohl bei sein. Thank you.
Dex, kannst du mich hören? Dex sagt, laut und deutlich, Vater, aber irgendwie hörst du dich so besorgt an. Hast du mir etwa nicht zugetraut, dass ich es hinkriege? Das ist er, das klingt nach meinem Sohn. Es funktioniert also tatsächlich. Wie geht es dir da drin? Dex sagt, es ist etwas ungewohnt, weil ich meinen Körper nicht spüre. Aber es ist faszinierend. Du glaubst ja gar nicht, was ich hier im Cyberspace alles sehen kann. Es ist einfach überwältigend. Was ist mit Cassandra? Dex sagt, sie hat sich abgewandt und es aufgegeben, die Kapsel anzuzapfen, in der ich stecke. Dex sagt, aber wer weiß, vielleicht versucht sie es später noch einmal. Lass dich nicht erwischen. Dex sagt, okay, ich muss mich aber jetzt hier weiter mit den Schaltkreisen und Algorithmen von Alphara beschäftigen. Ich verstehe das alles noch nicht so richtig. Aber Alphara ist ja auch nicht unser Ziel, nicht wahr? Ich muss herausfinden, wie ich an Cassandra herankomme. Sei besser vorsichtig, dass sie dir nicht das Gehirn röstet. Dex sagt, hahaha, das ist lustig. Nein, nein, ich pass schon auf. Ich melde mich, sobald ich etwas Neues weiß. Stand by. Ja, toll. Und nun? Mitkommen. Und nun? Eigentlich müssen wir ja jetzt in den Hauptformer. Ich teleportiere mal hin. Menschliche Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. So, kommen wir jetzt hier rein. Müssen wir Zeit verstreichen lassen, oder was? Anscheinend schon. Wir in der Nähe kein Bett stehen, dass wir uns irgendwo hinhauen können. Oder muss ich jetzt tatsächlich nochmal teleportieren? Naja, zumindest haben wir den Teleporter hier ja direkt vor der Tür. Dann werde ich nochmal in die Bastion reisen. Mich einfach nochmal hinhauen. Ups. Commander, eine Nachricht von Dex. Aha. Soll ich sie übermitteln? Ja, unbedingt. Was sagt er? Übermittle Daten. Bitte warten. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Ach verdammt, Cassandra versucht schon wieder, dich zu übernehmen. So langsam wird das lästig. Überschreibe Datenprotokoll. Gute Idee, mein Freund. Mach deine Sicherungsbolzen wieder rein. Ich fürchte, so langsam kann Cassandra uns gefährlich werden. Sie wird immer dreister. Bist du dir sicher, dass es Dex war, der versucht hat, dich zu kontaktieren? Wahrscheinlichkeit für Identität der Datenübertragung? Dex, 95,3%. Dann war er's. Hoffentlich hat Cassandra ihn noch nicht überwältigt. Hast du irgendetwas aus den Daten lesen können, das uns weiterbringt? Dex plant, Cassandra zu übernehmen. Dazu braucht er Hilfe. Ich könnte ihn unterstützen. Wir müssen Cassandras Sicherheitssystem überwinden. Wir brauchen einen von Cassandras externen Knotenpunkten, der von ihr stark frequentiert und trotzdem noch als unbedenklich klassifiziert wird. Dex Vorschlag ist der Biotransformator in der Nähe von Alphara. Hoher Datendurchsatz, niedrige Sicherheitsstufe. Gut. Dann sollten wir dich dort so schnell wie möglich anstöpseln.
Besser, wir beeilen uns damit. Mein Junge ist in Gefahr. Positiv. Oh Mann. Ich muss weitermachen. Was für ein Wahnsinn. Meint er Wahn oder Unsinn? Ich werde auf jeden Fall nochmal neue Patronen holen. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. Dürften ja jetzt wieder neue hier beim Händler sein. Jawohl, da haben wir nochmal 200. Okay, und dann schauen wir mal. Und wieder nach Alfara. Ist das unterirdisch oder müssen wir da überirdisch hin? Das sieht mir eher überirdisch aus. Wir versuchen es mal, überirdisch dahin zu kommen. Ach, hier das Teil. Hier ist Cassandras externer Knotenpunkt. Klassifizierung immer noch unbedenklich. Okay, dann macht jetzt euer Cyberspace-Kung-Fu. Dex wird sicher schon auf dich warten. Ich behalte so lange die Umgebung im Auge, falls Cassandra wieder ihre Schergen schickt. Positiv. Registriere feindliche Übernahme. Sicherheitsprotokoll gestartet. Halte Position. Örtliche Kuratoren werden dich. Fehler. Bootsequenz eingeleitet. Lade neue Identität. Algorithmus bestätigt. Bootsequenz abgeschlossen. Dex? Bist du das? Ja, Vater. Ich bin es. Cassandra infiltriert. Übernahme vollständig. Hat es funktioniert? Dex? Kannst du mich hören? Wie geht es dir? Dex sagt, alles gut. Ich habe nur noch ein paar Dinge zu erledigen. Probleme mit Cassandras Sicherungsbolzen, würdest du es nennen, Vater. Dann ist Cassandra jetzt unter deiner Kontrolle? Kontrolleinheit 0 eliminiert. Dex sagt, das Bewusstsein von Cassandra ist gelöscht. Allerdings ist hier gerade ein ganz schönes Chaos. Okay, das hört sich aber alles schon mal ganz gut an. Dann können wir uns ja bald der Pforte des Hauptformers widmen. Dex sagt, Cassandra hat vor ihrer Löschung noch einige Viren und Sicherheitsprotokolle gestartet. Die muss ich jetzt erst einmal alle wieder einsammeln und deaktivieren. Das kann noch ein bisschen dauern. Ich habe hier strategische Befehle der Skyans und Aufzeichnungen Leute. Ihrer Truppenbewegungen der letzten zwei Tage. Die Skyans haben einen Großteil ihrer Streitkräfte in Marakor aufmarschieren lassen. Kümmert euch erst einmal um die Invasoren. Uns nützt kein lahmgelegter Hauptformer, wenn das Hauptheer der Skyans unser aller Zuhause zerstört. Ah, sieht so aus, als wirst du irgendwann mal ein guter Feldherr werden, mein Sohn. Dex sagt, ich hoffe, dass ich es nicht mehr muss, wenn dieser Krieg vorbei ist. Aber trotzdem danke, Vater. Ich melde mich wieder, wenn ich hier aufgeräumt habe. Ende der Übertragung. Thank you.
Wir sind soweit. Wir können jetzt die Pforte des Hauptformers öffnen. Dex wird das Signal senden, wenn wir vor dem Eingang des Hauptformers stehen. Positiv. Okay. Sei vorsichtig, kleiner Mann. Was zum Teufel? Ich hatte schon Angst, sie dürften wieder gegen eine Herrscher hier kämpfen. Okay, dann ab zum Hauptformer. Hohes Risiko erkannt. Empfehle sofortiges Entfernen. Ah, ist die Pforte jetzt offen? Nein, ist sie noch nicht. Kann das jetzt langsam mal passieren? Commander? Gut, mein Kleiner. Jetzt mach schnell. Dex, bist du da? Jawohl. Ja, Vater. Schnell, mach das Tor auf. Ich kann nicht. Was soll das heißen, du kannst nicht? Es geht nicht. Irgendetwas lässt mich nicht durch. Aber du hast doch Cassandras Schaltkreise übernommen. Ja, aber es geht nicht. Es tut mir leid. Och, Mann. Verdammt nochmal, was machen wir jetzt? Es gibt noch eine Möglichkeit. Aber die wird dir nicht gefallen, Vater. Was? Was redest du da? Ich werde das ganze System runterfahren. Nein, du wirst dich damit nur selbst eliminieren. Es gibt keinen anderen Weg, Vater. Ich muss es tun. Nein, Dex! Nein! Geh und rette die Menschen von Magalan, Vater. Die Skyans dürfen nicht gewinnen. Tu das nicht, bitte! Sag Mutter, ich hab euch lieb. Dex! Nein! Nein! Der Zentralrechner Cassandra wurde deaktiviert. Der Weg in den Hauptformer ist frei. Na schön. Dann ist das eben so. Genau. Scheiße. So schnell hat man die Opferung seines eigenen Sohnes vergessen. Dann ist das eben so. Mein Sohn, ich werde dafür sorgen, dass das Opfer nicht umsonst gewesen ist. So, was haben wir denn jetzt hier für eine Aufgabe? Ich sollte mich vergewissern, dass Kontrolleinheit 0 auch wirklich nicht mehr operiert. Ich sollte die Überreste von Cassandra finden. Die wir ja dann hier wohl irgendwo finden werden. Der große Plan der Skyans. So langsam komme ich der Sache näher. Skyans haben Angst. Sie haben Angst vor der totalen Vernichtung durch die Singularität. Das ist es, was sie antreibt. Einst waren sie Menschen, bis sie angefangen haben, Gott zu spielen, was sie unsterblich machen sollte. Aufhören können, ihre verabscheuungswürdigen Experimente voranzutreiben. Wer weiß, was mich am Ende des Weges erwartet. Nur ein weiteres Scheusal oder wirklich eine neue Evolutionsstufe des Menschen? Ich werde es herausfinden.
jetzt haben wir hier auch noch so ein blödes Labyrinth. Hohe Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Empfehle Verstärkung anzufordern. Also dürften wir doch richtig sein, oder? Na? Kommt jetzt das Finale, Leute? Ich hoffe es doch. So viele Jahre. Und jetzt nur noch ein Haufen altes Metall und Leiterplatinen. Bist du noch irgendwo da drin? Tja, und jetzt? Ja, und jetzt? Leute? Hallo? Okay. Das ist gerade ein Fehler, Leute. Okay. Wir haben auf jeden Fall einen anderen Zielpunkt hier noch. Taylors Aufzeichnung 3, Kinderspielzeug. Die Verbindung zu unserem Ursprung ist immer noch da, doch sie wird immer schwächer. Clarks großartige Idee, unseren alten Kinderspielzeuge immer mit uns zu führen, um uns an unsere Herkunft zu erinnern, funktioniert zwar immer noch, doch es wird schwerer von Tag zu Tag, die Verbindung zu den Menschen in uns aufrechtzuerhalten, der wir einst waren. Das sieht man sehr stark an ihm selbst. Der Mensch Clark von damals hatte bald keine Macht mehr über den Sky End Clark, der er heute ist.
Aber wir dürfen die Verbindung nicht verlieren. Wir werden die nächsten Jahrhunderte nur überdauern, wenn wir jetzt schlau sind und uns nicht verlieren. Aes verachtet mittlerweile seinen alten Namen Evans. Er hat vor ein paar Tagen sogar versucht, sein Spielzeug zu verbrennen. Doch irgendeine Stimme in seinem Inneren hat ihn davon abgehalten. Wir stehen an einem Wendepunkt, das spüre ich. Möge die Singularität uns schützen. Tayak, Doc Taylor. Okay. Deswegen also die ganzen Spielzeuge, die wir immer gefunden haben. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, mich hier durch dieses Labyrinth zu kämpfen. Dafür wird das Ende einfach viel zu lang gezogen, um das jetzt hier noch irgendwie interessant gestalten zu können, die Kämpfe. Müssen wir da hinten das ausschalten und da noch gegen jemanden kämpfen? Nö, wir müssen da hinten tatsächlich hin. Hier hin. Speichere aber nochmal. Das hier ist offenbar das Allerheiligste der Skyans. Wenn wirklich ein Plan existiert, der die Singularität stoppen könnte, dann werde ich hier jemanden finden, der ihn kennt. Ach. Ist dir eigentlich klar, was du angerichtet hast, Mensch? Du nennst mich Mensch? Ziemlich anmaßend für einen alten Wissenschaftler, der es wagt, Gott zu spielen. Was ist es für dich? Ein Spiel? Ich kann dir versichern, das ist es nicht. Es ist bitterer Ernst, was uns in Kürze widerfahren wird. Du redest von dieser Erscheinung im All, die ihr Wahnsinnigen angezapft habt und jetzt unsere Welt zu zerstören droht. Du weißt gar nichts, Mensch. Du hast keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Die Singularität ist kein Himmelskörper, der einfach nur mit uns zusammenprallt und alles in Schutt und Asche legt, wie der Meteorit. Sie wird diese Welt in sich aufnehmen und die Gesetze von Materie, Raum und Zeit völlig verändern. Es besteht also eine Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen die Singularität überleben? Sie ist voller schöpferischer Energie. Und trotzdem von so hohem Zerstörungspotenzial. Es ist ungewiss, in welche Richtung sie sich wendet, wenn sie sich unkontrolliert mit uns vereint. Sollte jemand von euch diese Konjunktion tatsächlich überleben, wird es ein Leben ohne Regeln sein. Eine Existenz jenseits deiner Vorstellungskraft. Du bist also die Speerspitze der menschlichen Evolution? Du hast doch selbst keine Ahnung, was bei einem Zusammenstoß mit dem Ding genau passiert. Wir sind viele. Und wir sind nur zu einem Zweck erschaffen worden. Dieser Veränderliche, der vor dir steht, ist ein Elementar des neuen Elex. Es ist lediglich das Erste, dass die Singularität noch vor der Konjunktion kontrollieren wird. Das ist es, was sein wird. Das ist es, was ich bin. Sie wollen dich da hochschießen und du sollst das Ding irgendwie ablenken? Ein Elementar lenkt nicht nur, er kontrolliert. Ich bin jetzt ein Veränderlicher. Ich kann mich an jedwede Lebensbedingung anpassen. Ich werde die Singularität beherrschen und ihre Kraft in mich aufnehmen.
Ich werde die Lebensbedingungen auf diesem Planeten erzeugen, die diejenigen wandelt, die ihrer würdig sind. Ein Elementar? Ich hörte davon. Jedoch ist mir noch nicht ganz klar, was es bedeutet. Du bist die zweite Anomalie. Gerade du solltest es wissen. Deine Urform und sein Ableger teilen sich das Privileg, Elementare des ersten Elex-Derivats zu sein. Wenn sich deine Fähigkeiten noch nicht signifikant entfaltet haben, nun, dann hat die Urform offenbar dafür gesorgt, dass es so ist. Du willst mir damit sagen, Dawkins hat mir so eine Art Sicherungsbolzen eingebaut? Ziemlich sicher sogar. Die Macht zu teilen ist eben für manche keine Option. Ich nehme an, es handelt sich um einen speziellen DNA-Schlüssel, der dafür sorgt, dass deine Gaben als Elementar des ersten Elex beschränkt bleiben. Du meinst damit, Dawkins hat mich klein gehalten, damit ich ihm nicht über den Kopf wachse? Das würde aber bedeuten, dass Dawkins selbst mindestens eine dieser Gaben hat. Ich frage mich, warum er außer seiner Unsterblichkeit keine weitere Gabe jemals gänzlich ausgespielt hat. Das setzt voraus, dass du Dawkins Gaben kennst. Ist dem so? Ich habe ihn nie gefragt. Ich weiß, dass eine meiner Gaben die Willensstärke ist. Aber bei Dawkins? Wir werden dieses Geheimnis euren Körpern in einer unserer Forschungszellen schon noch entreißen. Ihr vernichtet unsere Welt. Nicht vernichten. Wir wandeln sie. Das ist für die Menschen da draußen dasselbe. Das Opfer, das die Menschen bringen müssen, ist leider eine Notwendigkeit. Wenn die Singularität hier eintrifft, müssen wir maximal darauf vorbereitet sein. Eine Abweichung von unserem Plan wird fatale Folgen für uns haben. Ihr wollt überleben. Alles, was ihr je getan habt, lässt sich darauf zurückführen. Ja, aber es ist nicht nur das. Das Tier in uns ist schon zu sehr gewachsen. Alle Abweichungen von unserem Ideal werden uns nur noch weiter in die Evolutionsfalle stürzen lassen. Ihr entwickelt euch zurück. Das ist es, was ihr fürchtet. Ist es nicht so? Ihr seid so hoch entwickelt, dass ihr an einem Wendepunkt angelangt seid. Und jetzt fürchtet ihr, von eurem hohen Thron zu stürzen. Einer der Gründe für euer reptilienartiges Aussehen. Reine Gedankenspiele ohne wirkliche Relevanz. Genug davon. Ich habe meine Aufgabe zu erledigen. Und du stehst mir dabei im Weg. Du hast eine Menge bewegt und uns viele Probleme bereitet. Doch deine Zeit ist jetzt vorbei. Ich hatte schon ganz andere Gegner. Deine Drohungen lassen mich kalt. Ist das so? Dann wirst du gleich sehen, was meine Gaben vermögen, kleiner Mensch. Finale Kampf, dann wollen wir mal. Oh, 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 oh. Einfach in Bewegung bleiben. Oh.
Nein. Das war's. Und ich fürchte, er wird nicht der Letzte gewesen sein. Die Skyans haben diese neue Spezies nicht nur der Singularität wegen gezüchtet. Die Veränderlichen sind ihre neue Waffe, die alle in die Knie zwingen sollen. Okay, und trotzdem ist immer noch nicht Ende. Was sagt denn unser Lok? Okay. Und wir haben irgendwie Jetpack-Meister gelernt. Was soll das jetzt sein? Müssen wir da oben durch? Okay. Menschen. Menschen vergessen schnell. Wie lange wird es dauern, bis sich niemand mehr an all das hier erinnern wird? Der Krieg, die Invasion, der Kampf gegen Wandlung und Vernichtung. Die Kämpfe um einfache Ressourcen und territoriale Besitzansprüche werden sich verändern. An ihre Stelle tritt etwas gänzlich Neues. Eine Ära der Verwirrung. Der Wandlung und der Übermenschen, die Veränderlichen. Das Streben nach der nächsten Evolutionsstufe und Anpassungsfähigkeit, es wird uns alle beherrschen. Ein Kampf um das Privileg, Elementar des Elex zu werden, wird entfesselt. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Wer ihn verliert, bleibt auf der Strecke und wird im Sog der Erneuerung untergehen. Die Skyans und das Elex waren nur die ersten Vorboten dessen, was Magallan in den nächsten Jahren drohen wird. Eine göttliche Macht, die ihre Klauen nach unserer Welt ausstreckt und die bald kein Mensch dieser Welt ignorieren kann. Etwas Neues hat begonnen. Ein Zeitalter der Veränderung. Die Herrschaft der Singularität. Ja, okay, damit haben wir nun das Ende von Elex 2 endlich erreicht. Und was soll ich sagen? Das Ende kam jetzt sehr abrupt dafür, dass die Phase zum Ende hin so in die Länge gezogen war. Also leider war Passus 4 tatsächlich der schwächste Passus im Spiel, der mich sogar tatsächlich genervt hat. Und es wäre noch nicht mal nötig gewesen. Denn die ersten drei Kapitel, die waren doch großartig und haben mir gefallen. Nur zum Ende hin hat dieser Titel hier angefangen, doch sehr, sehr stark zu schwächeln. Und das bin ich vom Piranha Bytes Spielen eigentlich nicht gewohnt. Naja, offenes Ende, es war zu erwarten. Wir kennen ja die Formel von Piranha Bytes, die sich immer auf eine Trilogie belegt. Okay. Ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr so lange ausgehalten habt und dass ihr hier zugeschaut habt. Und ja, wie es aussieht, ist auch gleich schon der Abspann hier vorbei. Ich lasse ihn jetzt einfach nochmal durchlaufen.
verabschiede mich von euch und hoffe, dass ihr bei meinem nächsten Let's Play wieder mit dabei seid. Nochmal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rönne.
Doch die Zeit für die Menschheit läuft ab. Und ich bin, soweit es mir bekannt ist, der Mensch mit der größten Willenskraft Magallans. Darum werde ich auch der Entscheider sein, welches Schicksal Magallan ereilen wird. Ich muss da rausgehen und mich den Konsequenzen meiner Handlungen stellen. Ich muss mit den Menschen sprechen und sicher gehen, dass sie das Richtige tun, wenn die Singularität eintrifft. Okay. So. Ja, also dasselbe Spiel wie beim ersten Teil. Wir können jetzt nochmal rumrennen und die Leute vor den bevorstehenden Sachen warnen. Das wollte ich beim ersten Teil schon nachholen und habe es nicht getan. Und nach dem Ende werde ich das auch hier nicht tun, ehrlich gesagt. Ich sehe da gerade keinen Sinn drin. Warum mit Baxter reden? Warum mit Victor? Das sind die Leute, die ich eh nicht mag. Könnte höchstens hier nochmal in die Bastion. Aber nein, das Video ist eh schon zu lang und wir haben endlich das Ende erreicht. Und auch wenn ich das, ja, leider sagen muss, war es zum Ende doch leider eine Quälerei. Wirklich zum Ende hin. Was schade ist, weil das Spiel bis dahin eigentlich bis zum vierten Kapitel doch sehr, sehr gut war und mir die Änderungen auch gut gefallen haben. Naja, aber hier werde ich jetzt auch einen Schlussstrich ziehen. 75 Episoden, über 70 Spielstunden, das ist meines Erachtens genug und ich muss mich jetzt auch mal wieder einem anderen Spiel widmen. Ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr zugeschaut habt, hoffe, dass ihr bei meinem nächsten Let's Play wieder mit dabei seid, wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.